Der Start ist frei, 9. Rennen für König Rennen, die 10 Teilnehmer auf der Position auf der Uhr. Die 5 Sache Robin Bock, die 6 Kor von Heiterbo, Gerd Manz für die 7 Mescavallo, Didier Kokus, der 8 Perfect Kane, Johann Nils, die 9 Mertotec, Jantal de Jong und die 10 Black Bowface, Thomas Reber. Meter bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs zum Pik-König-Rennen. Fehler von Norbert Charisma in der Startphase, Fehler jetzt auch von Perfect Kane. Mit einer Galoppade beginnt Ferner Sartre. Und dann an vorletzter Stelle und ganz am Ende des Hauptfeldes, das ist Mertotec mit etwas Rückstand, dann Perfect Kane. 19:05 die erste Zwischenzeit. Inzwischen Joe Dream d'Azur an die Spitze des Feldes gezogen. Hat sich hier gleich auf 3 Längen abgesetzt von Tor von Heiterbu, der ist Zweiter. Mescavallo dann in ein drittes Pferd vor Black Bowl Face Housing. An der Innenseite neben Heiterbu von und Mertotec. Da zurück nach wie vor Perfect Kane und mit riesigem Rückstand zu Norbert Charisma nach dem Startfehler. Das sind jetzt mal gute 50, 60. Der Innenseite Tor von Heiterbu, gerade ist erreicht. Joe Dream d'Azur, außen Black Bow Face. Dann Tor von Heiterbu innen. Ganz an der Außenseite versucht es dann Mertotec. Aber Joe Dream d'Azur mit Black Bow Face. Black Bow Face außen, Joe Dream d'Azur innen. Black Bow Face und Joe Dream d'Azur. Wer macht's denn am Ende? Joe Dream d'Azur. Bis zum letzten Schritt, Dritter in jedem Fall wird Mirano. Der Du bist ja meist in den Hamburg aktiv, du warst 20 Jahre raus aus dem Trampelsport, bist jetzt wieder voll dabei. Wenn du gut bist, dann hast du vor, wir werden dich nicht mehr sehen. Super, wir freuen uns auf dich, wir freuen uns auch auf die Trainer-Saison, die hier in den Siegern steht, hier auch mit dem Rabattrennen letzte Woche bei der Rastelle. Vielen herzlichen Applaus bitte für Thomas Reber und für Black Bow Face und den Schaabo. Herzlichen Glückwunsch.